Es wäre richtig gut, wenn ich mal sowas hätte, wo es einfach sicher ist, wo man sich sicher fühlt, wo man nicht beklaut wird. Meine Zukunft und mein obdachloses Leben, das kriege ich nicht im Kopf verpackt. Weil die Sorgen, die ich habe, die kriege ich nicht weg. Wenn die weg wären, wäre es viel einfacher. Ich kann einfach nicht schlafen, weil es so kalt ist. Ich bin immer total müde. Im Winter ist es echt schlimm draußen. Ständig werde ich blöd angemacht von Älteren. Und ich habe auch Angst, dass mal irgendwie mehr passieren könnte. In Deutschland leben ca. 6.500 Kinder und Jugendliche auf der Straße. Mehrere hundert davon in Berlin. Deshalb bauen wir das deutschlandweit erste Straßenkinderhaus, die Butze. Dafür suchen wir Förderer, die uns helfen, das Leben gelingt und junge obdachlose Kids den Weg zurück in unsere Gesellschaft finden. Ich würde mich echt freuen für die Leute, die in meiner Situation sind, in der ich damals war, dass sie es einfach schaffen, in das Straßenhaus Butze zu kommen. Weil Straßenkinder e.V. und Butze, die würden einem bestimmt helfen, die haben mir sehr gut geholfen. Ich bin so froh, dass ich mit der Butze und dem Verein Straßenkinder e.V. nun eine neue Hoffnung und Perspektive habe. Dank Straßenkinder e.V. muss ich im Winter draußen nicht mehr frieren. Seit über 23 Jahren unterstützen wir Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg runter von der Straße. In dieser Zeit haben wir schon viele in ein selbstbestimmtes und eigenfinanziertes Leben begleitet. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass die Kinder oft mehr brauchen als nur eine warme Mahlzeit. Sie brauchen einen Ort, an dem sie ankommen können und sich nachhaltig um ihre Probleme gekümmert wird. Mit dem Straßenkinderhaus Butze sind wir für sie da, bieten ihnen sichere Schlafplätze, geregelte Mahlzeiten, vielfältige Beratungsangebote und mehr. Nachdem nun auch der Bauantrag genehmigt wurde, sind wir soweit. Der Bau der Butze geht los. Mit dem offiziellen Spatenstich feierten wir den Start der nächsten Phase. Unser besonderer Dank gilt denen, ohne die dies alles nicht möglich wäre. Unsere Unterstützer und Förderer. Diese Förderer haben uns bisher unterstützt. Das ist einfach ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Es gibt in Berlin sehr viele obdachlose Jugendliche. Und diesen obdachlosen Jugendlichen zu helfen, einen Weg zurück in die Gesellschaft zu finden, sich zu reintegrieren, ist wichtig. Wir haben diesen Verein und es ist wichtig, sich darum zu kümmern, dass den Kindern ein Zuhause gegeben wird. Dafür bin ich da, dafür werbe ich mit meinen Blumen und mit meinem lauten Dasein und bitte darum, dass sie spenden und helfen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder jemanden haben, wo sie hingehen können und sich zu Hause fühlen können. Helfen Sie uns zu helfen und unterstützen Sie unser Straßenkinderhaus Butze mit Ihrer Spende.